Herzlich willkommen im Retrobit. Ich bin Peruda und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Wir sind unterwegs auf dem Nintendo Game Boy Classic zum Spiel Navy Seals in Form eines Mini-Let's Plays. Ich werde das Spiel von Anfang bis zum Ende durchspielen, zumindest versuche ich es. Dazu habe ich mir einen kleinen Leben-Cheat gegönnt. Alles andere bleibt unangetastet. Und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen werden. Time, the present. Location, Eastern Mediterranean. The USS Forrestal receives a mayday call from a tanker under attack. A naval helicopter is sent to pick up the ship's crew. Terrorists, gunboats shoot it down and capture its crew. The Navy SEALs are sent to the rescue. Okay, das ist wahrscheinlich unsere Aufgabe. Wir starten ein neues Spiel. The story so far, a naval helicopter has been shot down by terrorists. The crew are being held hostage in a nearby seaport. Also sie werden als Geiseln genommen, näher eines Hafens. Your objective, find the terrorist hideout. Wir müssen das Versteck also finden von den Terroristen. So, ich muss ein bisschen mit der Steuerung klarkommen. Ich kann springen, ich kann schießen. Okay, ich muss den anscheinend zweimal erschießen. Ich kann mich hinducken. Nach vorne gucken wir in die Grafik im Hintergrund. 150 Punkte haben wir, 88 Schuss, 3 Leben. Da unten ist ein Blitz, keine Ahnung, was das bedeutet, wenn wir noch herausbekommen. Und unten ist eine Art Zündschnur, das scheint unsere Zeit zu sein. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Sehr schön gepixelt, klassisch. Ich finde den Hintergrund sehr schön, leicht dezent. Das gefällt mir. Es ist nicht so langweilig. So, direkt ins Gesicht geschossen. Na gut, wollen wir mal gucken. Komme ich da hoch? Ich habe Angst. Dann gehen wir mal weg. Folgen die einem? Ja. Oh, also. Okay. Oh, da kommt noch einer. Mein Gott. Die sind nur mit Messern bewaffnet anscheinend. Okay. Wie komme ich denn da hoch? Schade. Ich wollte springen, aber anscheinend war ich schon zu nah am Abgrund. So, weg mit dir. 150 Punkte gibt es, einen Terroristen zu eliminieren. Oh, was war das denn? Hä? Oh, das war aber knapp. Da wäre ich fast runtergefahren. Was haben wir hier? Schuss. Boah, eine Maschinenpistole. Nice. Brauche ich trotzdem 2 Schuss? Ne. Ja, kommt der da raus, wenn ich gerade da stehe? Ist ja nicht fein. Aber jetzt habe ich wieder meine Pistole. Ich möchte ganz gerne die... Oh, das ist aber nicht wahr, oder? Ich hätte ganz gerne die Energie da oben. Warte mal, wie komme ich denn da hin? Ich habe nicht so viel Zeit, oder? Nee. Hä, wie soll das gehen? Kommt schon wieder die Tür? Also. Gut, das verstehe ich. Warte mal, kann ich irgendwie... Nee. Ich sollte ein bisschen beschleunigen. Bei Mario geht das ja manchmal. Ich komme da nicht hin. Hab ich irgendwas verpasst? Warte mal. Kann man... Nee, ducken kann man, aber... Boah, war wieder knapp hier. Ja. Perudor. So, einfach mal durchrennen. Jetzt haben wir gerade... Unverwundbarkeit. Ah! Okay, ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe, aber ich habe was gelernt auf jeden Fall. So, jetzt müssen wir mal schauen. Nee, das hat nicht geklappt. Aber ich krieg. Geh mal weg. Na. Warte mal, das machen wir mal hier. Ich kletter mal hoch. Ah, sehr schön. Was? Jetzt haben wir einen Blitz. Jetzt haben wir einen zweiten Blitz. Ja. Keine Ahnung, wofür der da ist, aber immerhin haben wir 2 Blitze jetzt eingesammelt. So, den wollen wir jetzt noch erledigen hier. Vorsichtig, ist hier wieder eine Falle.
Ja, da war ein Fall. Hatte mich abgestochen. Okay, aber der kommt angelaufen, ne? Dieser Fiesling da. Oh, Zeit. Sehr schön. So, Eder wird eliminiert. Die eliminieren mich hier auch. Die kommen aus allen Seiten rausgelaufen. Oder von allen Seiten. In die Beine. Ins Gesicht. Das ist ja schon brutal, muss ich sagen. Ne? Ja, wie gesagt, der Hintergrund ändert sich auch ein bisschen. Musik finde ich sehr eingängig. Macht Spaß. Oh, nein. Oh, falsche Taste. Nein. Sag ja, guck mal, drei Leben wäre schon längst am Ende gewesen. Sehr schön. So, ich kann gerade nicht erkennen, was das für ein Hintergrund ist. So. Oh, da haben wir noch was. Warte mal, was haben wir denn da? Okay, ein extra Leben. Brauche ich jetzt nicht, aber ganz, das ist ja nicht verkehrt. Congratulations, you have found the terrorist hideout. Oh, das ging aber schnell. The story so far. You have found the terrorist hideout where the crew are being held and now wait just outside. Your object rescue the hostage helicopter crew. Okay. Okay. Wir haben das Versteck gefunden. Die laufen da rum. Boah. Hilfe. Okay, wir müssen ein bisschen Munition sparen. Obwohl, 82 Schuss brauchen wir nicht zu sparen. Dass sie da direkt angelaufen kommen. Ja gut, ich meine, wundert ja auch nicht, ne? So, oh, ist der rund. Das ist ja fies. Das ist ja gemein. So. Dann werden wir hier alle wegschießen. Kann ich nach oben? Nein! Boah, das war aber fies. Haben wir hier Rick Dangerous? Ist ein Blitz? Wann fällt er runter? Nein! Das ist ja gemein. Hallo? Au! Ah, meine Füße tun weh. Au, 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 au. Ja, also weglaufen lohnt sich auch nicht unbedingt. Ich verwechsel immer noch die Tasten zu oft. Aber mag sowas ja gar nicht und ich glaube, da bin ich. Und da bin ich, glaube ich, nicht alleine. Wenn ich nicht sehen kann, wohin ich springe, das kann ich zum Tode nicht ausstehen. Und ich glaube, da gibt es einigen anderen Retro-Spielern genauso hier. Boah. Ah, ist er gerade mal so eben noch hingekriegt. Wo kommt der denn her? Wo kommen die alle her? Wie viele Geiselnehmer gibt's denn da? Ja, das ist ganz gut. Das kann ich gebrauchen. Das kann ich nicht gebrauchen. Ah, okay. Ach. Ja. Ah, fällt nicht nochmal runter. Immerhin. Kommen wir da? Ich wollte schon wieder springen. Ich wollte aber nach unten. Oh, wo kommt der denn her? Das ja. Ah, das ist ja schon. Kann man das auch machen? Ja, kann man auch. Okay, man kann runter und hochklettern. Also wenn er das kann, wir können es auch. Das ist gut zu wissen. Ja, jedes Mal. Ich. Jedes Mal falle ich drauf rein. So, jetzt mal schauen. Hä? Wo bin ich denn hier? Gehen wir mal da rein. Und wird direkt abgestochen. Ich hasse es. Ja. So. Hä? Warte mal. War ich da nicht schon? So, also. Wo kommen die alle her? Hab ich schon 100 Mal gesagt, aber. Ja, hat er mich noch erwischt. Ich. Hilfe! Hilfe! Keine Ruhe vor den Terroristen. Ich frage mich gerade, ob es immer Sinn macht, alle
Terroristen zu erledigen. Oder auch einfach mal wegzulaufen. Ne? Weil... Das ist nicht wahr. So. Denn Schießen ist nicht immer die beste Taktik. Also manchmal macht es auch tatsächlich Sinn. Was ich denn gemacht hatte. Aha. Einmal Robben hier. Ja, noch erwischt. Ich hätte eigentlich ganz gerne auch ein Messer, ehrlich gesagt. Denn so für Nahkampf ist das manchmal sehr praktisch. Ja. Keine Reaktion der Perudo. Boah, da kommt er von... Ist aber auch so Permadeath, ne? Einmal berührt und schon kaputt. Wahnsinn. So Navy Seal, der braucht doch eine Nahverteidigung, behaupte ich einfach mal. Jawohl. Was kommt denn da? Ich glaube, die verfolgen einen, oder? Jetzt geht er weg. Das. Komme ich da hoch? Aber nicht, wenn so viele da sind, ne? Ja. Ich möchte meine Maschinenpistole nicht unbedingt jetzt direkt wieder verlieren. Nie voll gelaufen. Hier wimmelt's. Ja. Hier wimmelt's nur von Verbrechern. Terroristen. Ich habe auch echt immer aktuell noch Probleme mit der Koordination von. Ja. Wie komme ich denn da hoch? Ist schon wieder der. Hallo, es reicht mir jetzt. So, weg ist er. Nochmal. Komisch. Vielleicht müssen wir irgendwo anders hin. Hä? Komm ich gerade her? Da komme ich gerade her. Wahrscheinlich zu schnell gedrückt, die Taste. Zu viele Terroristen. Kommt der schon wieder da hoch? Also pfiffig sind die schon. Gut programmiert. Also muss ich schon sagen. Aber ich glaube, hier war ich schon. Hier war ich schon. Zumindest die Nägel kommen mir bekannt vor. Ach, ist aber auch sehr unfair gemacht. Also, wenn sie das, dann haben wir keine Chance mehr auszuweichen. Nein. Extra Punkte. Die haben wir uns verdient. Doch, da waren wir schon. Müssen wir versuchen? Ja. Nicht so klug? Ja. Oh, congratulations, you have rescued the hostages. Ich habe keinen einzigen gerettet. Komisch. The story is about you discover that the terrorists are in possession of a number of American Stinger missiles. Naval intelligence tells you that blablabla. Take over the ship. Also wir müssen jetzt ein Schiff übernehmen. Plus Start beginnen. Das machen wir aber dann in der nächsten Folge. Dankeschön fürs Zuhören. Soweit bis hierhin. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut, euer Peruda. Tschüss.